Hallo, hier ist Kiki aus Denia und heute zeige ich euch, wie man Pancakes macht, und zwar glutenfreie Pancakes. Ich darf ja kein Gluten essen, oder besser gesagt, 80% sollte ich keins essen. Wenn ich dann mal sündige, dann geht's schon, aber wenn das öfter ist, dann geht's nicht. Und früh esse ich so super gern süß und am liebsten irgendwas zum Knabbern. Also, Pancakes, neues Rezept, easy und in 5 Minuten fertig. 6, 7. Und dann ist es aber fertig. Also es geht wirklich ganz einfach und ich zeige euch, was ihr braucht. Es ist nämlich fast nichts. Also ihr braucht 100 Gramm Mehl, eine reife Banane, ein Ei, bisschen Agavendicksaft, ein Öl, Olivenöl, Sonnenblumenöl, was ihr mögt, und Backpulver. Und vielleicht einen Schuss Milch. Vielleicht. Und das ist jetzt das glutenfreie Mehl, was ich habe. Das kriege ich jetzt hier im Mercadona in Spanien. In Deutschland ist es dann halt von Scherer. Kriegt das auch schon fertig gemischt. Ruckzuck. Mehl da rein. Dann Backpulver. Und zwar. Das hätte ich ja schon noch vorher aufmachen können, ne? 1,5 Teelöffel. Ein Ei, ein Spritzer Agavendicksaft, ein Spritzer Olivenöl und die reife Banane. Und die ist natürlich super überreif, absolut perfekt dafür. Und dann einfach ein bisschen durchrühren. Möglichst ohne so viel Sauerei zu machen wie ich. So, wenn das nicht reicht, gibt es noch ein bisschen Sojamilch dazu. Und vielleicht noch ein bisschen mehr. Alles gut durchmischen und dann ist es auch schon fertig und kann in die Pfanne. Dann könnt ihr noch ein bisschen Zimt reintun, wer es mag. So. Das war's schon. Das tue ich jetzt mal in die Pfanne. So, Gas habe ich jetzt schon angemacht und da schmeiße ich jetzt mal so einen Löffel drauf auf die Pfanne, und zwar ist die nicht eingefettet. So, mache ich gleich zwei. Heute ist nämlich San Juan hier in Spanien. Das heißt, alle Menschen sind am Meer und machen Feuer in der Nacht und es gibt Picknick und nachts um 12 springt man dann übers Feuer und wünscht sich was und dann muss man auch noch rückwärts ins Meer laufen und über 9 Wellen springen, was natürlich sehr lustig ist, weil um 12 Uhr sind alle total betrunken und keiner kann mehr über irgendeine Welle springen. Und dann schreibt man auch noch auf irgendwelche Zettel, was man also aus dem Leben oder aus der Vergangenheit nicht mehr mitnehmen möchte, schreibt es auf und verbrennt es dann in dem Feuer. Also das ist alles sehr spirituell. Was das mit meinen Pancakes zu tun hat, eigentlich gar nichts, nur dass ich Picknick mache und die mitnehmen werde. So, und die bleiben da jetzt auf dem Feuer und backen jetzt mal aus. Und das dauert, was weiß ich, 2-3 Minuten. So, das war jetzt irgendwie eine Minute oder sowas drin und jetzt drehe ich die um. Die ersten sind schon fertig und heiß. Man sollte sie abkühlen lassen und ich esse die mit Marmelade früh oder zum Picknick nehme ich die mit. Was weiß ich, was ich da drauf lege. Vielleicht mit Käse, passt auch zu süß. Also das war super schnell, keine 10 Minuten ist es fertig. Die Sachen hat man meistens immer zu Hause im Kühlschrank. Ihr braucht keine Waage. Tasse Mehl, fertig. Das war's. Lasst euch schmecken. Bis dahin, eure Kiki.